Ja, da war die linke Seite wieder komplett aufgerissen beim ersten Treffer. Kein Katzer hinten. Oh, ja, ja, ja. Und jetzt geht's zu. Jetzt geht's zu. So, sofort hat Schiedsrichter Thomas Einwaller hier alles hier rein gewinkt an Spielern. Denn das, was ein bisschen schon angekündigt war, ist jetzt leider wahr geworden, dass hier das Stadion gestürmt wird von Rapid-Fans. Bis vor wenigen Augenblicken war das alles nur Gerüchteküche, aber jetzt. Naja. 26 Minuten waren gespielt, 2:0 Austria Wien und jetzt der Abbruch. In Scharen strömen da die Rapid-Fans herein und die Einsatzkräfte, die machen sich hier stark vor dem Gästesektor, vor dem Sektor von Austria Wien, dass es da ja nicht zu einer Kollision kommt. Wie nervös hier alles, was mit Organisation bei Rapid zu tun hat, ist. Ja, das ist eigentlich hier nicht mehr ordentlich zu bewerkstelligen. Das sind schon zu viele an Rapid-Fans, die hier reingekommen sind. Ja, Rapid-Präsident Edlinger natürlich auch machtlos. Was will man da machen? Was will man da tun? So, schön langsam setzt sich jetzt die Exekutive in Richtung Rapid-Fans. Okay, aktuelle Information, noch ist die Partie nicht offiziell abgebrochen, sondern unterbrochen. Alle Spieler sind in der Kabine. So, und bisher, denke ich mal, sehr gutes Vorgehen hier, was so ein bisschen die Befürchtungen hat hochleben lassen, nämlich wenn Rapid hinten liegt. So, Andi Marek, auch kein leichter Job. Er ist der Fan-Verantwortliche bei Rapid. War die Nervosität ganz besonders anzuspüren vor Matchbeginn, aber so wieder Step by Step geht es wieder jetzt nach vorne. Benimmt, der wird heute Nacht hinter schwedischen Gardinen schlafen müssen. Ja, aber ich denke auch, schwer zu erkennen, man war auch auf Exekutivseite auf solche Vorkommnisse eingestellt. Und drinnen wird heftig diskutiert und debattiert, ob man diese Partie vielleicht noch einmal okay, hat auf jeden Fall prompt und richtig reagiert, sofort alle Spieler in die Mannschaften hineinzuschicken. Ist da ja nichts.